Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lookfantastic haut mal wieder raus, Leute. Ich freue mich. Die Limited Editions von Lookfantastic sind immer der Burner. Schaut hier mal vorbei. Da ist der Adventskalender. Der ist dieses Jahr bombastisch. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich weiß, im November oder im Ende Oktober oder so, ne, wird er ausverkauft sein und dann werden Leute mich anschreiben und sagen, Mensch, Claudi, warum hast du nicht eher was gesagt? Schaut euch das Video an. Naja, auf jeden Fall haben die eine Trending Edition rausgebracht, wieder. Und da sollen richtig geile Produkte drin sein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Limited Edition enthält Produkte im Warenwert von 145 Euro oder so und kostet 55 Euro. Es gilt jetzt aktuell noch kein Rabattcode drauf. Sollte sich das ändern, versucht mal Claudi Welt. Das ist immer der Code von mir, der euch so den maximalen Rabatt im Shop geben kann. Und ja, ich setze euch den Link aber zu der Box gerne in die Infobox, weil du hast ja hier allein schon den dreifachen Wert. Läuft, ne? Und ja. Ich bin gespannt, ne? Schauen wir mal hinein, was wir euch hier drin finden dürfen. Die haben jetzt ja umgestellt, dass du halt eigentlich die Blanko-Boxen hast und dann diesen Schuber eigentlich nur. Und das finde ich immer sehr gut, muss ich gestehen. Dann kann man einmal den Deckel entfernen. Die Box hält sehr gut zusammen. Und dann sehen wir auch schon direkt Produkte. Oh mein Gott, ich sehe hier Sol de Janeiro, Olaplex. Ich sehe, glaube ich, Natascha Denona, Ole Henriksen. Ich glaube, hier geht die Party ab, Leute, ne? Ja, hier ist auch allerhand Krüppelpapier, aber das braucht man auch, wenn man solche Produkte schützen will. Ich glaube, das ist ein Produkt, das haben wir jetzt öfter schon gesehen. Das hatte ich letztens auch nochmal in irgendeiner Box mit drin oder in einem Adventskalender. Ich habe mich so gefreut, ein Backup zu haben, denn ich habe schon leer gemacht von Sol de Janeiro. Das Che Rosa 62 Pistachio und Salted Caramel. Das sind 30 Milliliter und ich liebe es. Das ist eigentlich so ein Body Spray, ne? Und wir kennen ja zum Beispiel diese Bum Bum Cream von Sol de Janeiro. Und ja, das riecht halt so. Ich mache das halt super gerne abends bei mir nochmal drauf, weil von dem Zeitpunkt, wo ich duschen gehe, bis zu dem Punkt, wo ich ins Bett gehe, vergehen echt noch Stunden bei mir. Und dann mag ich gerne noch ein bisschen schön riechen, aber ich mache mir das auch gerne einfach so über den Tag immer mal wieder auf den Körper, weil ich rieche gerne nach Pistazie und gesalzenem Karamell. Ich finde, das ist ein sehr, sehr charmanter, schöner, freundlicher Duft. Ich mag es einfach. Also schaut mal gerne hier vorbei, da habe ich euch mal meine Parfümsammlung abgedreht. Es ist jetzt wieder Bestandteil davon und ich freue mir ein kleines Loch in den Bobbis, das sage ich euch. Sehr schönes Produkt, richtig geil, dass es hier drin ist, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja allein schon irgendwie einen Wert von, ich glaube, 15 oder 20 Euro hat. Wow. Dann haben wir hier, wie angekündigt, was von Olaplex drin enthalten. Das habe ich letztens auch in einem Unboxing gesagt, ne? Irgendwie in jeder Box, in jedem zweiten Adventskalender kommen die uns vor die Füße. Ganz interessant. Volumizing Blow Drying Mist ist das mit 150 Millilitern. Ich glaube, dass das eins der Produkte ist, die jetzt unabhängig von der generellen Haarpflegereihe zu verwenden sind. Also, dass du halt hier quasi nicht so wirklich aufpassen müsstest, was man damit in Kombination verwendet. Also das ist, ne, glaube ich, wirklich so ein Produkt. Und ansonsten verwende ich die Haarpflegeprodukte nämlich nicht ganz so gerne, weil ich mal gehört habe, dass es halt nicht für naturblonde Haare sein soll, sondern wenn überhaupt dann nur für gefärbt blonde Haare richtig gut geeignet ist. Und ja, deswegen lasse ich das einfach, brauche ich nicht, ne? Und ja, interessant, oder? Muss ich wirklich sagen, in der Originalgröße. Ein schönes Produkt. Also vor allem, ne, wenn ich das jetzt wirklich überall sehe, dann gehört das auch in so einer Trending Edition hier definitiv mit rein. Dann habe ich ja schon gesagt, dass ich glaube, ich habe was von Natascha Denona mit dabei und ich habe was von Natascha mit da drin. Also ich glaube, mit den beiden Produkten hast du im Prinzip den Boxenpreis raus und der Rest ist dann einfach mit dabei. Eine der Rouge Lip Crayon habe ich hier nämlich drin und das ist die Farbe Emilia. Da muss ich mal gucken, ob ich den nicht auch noch habe. Das ist ein Lip Liner. Wie geil, ne? Also wirklich, wirklich geil. Man sieht online auch immer die Vorschaubilder. Ich habe die jetzt noch nicht mehr vorher angeguckt. Also ich hatte jetzt heute einfach das Paket bekommen und mir gedacht, ich mache mal das Unboxing. Habe das jetzt auch einfach zugeschickt bekommen und ja, jetzt nicht irgendwie mit großer Ankündigung oder so. Sehr interessant. Und das ist ein ganz dunkles, schönes Rot. Das mag ich ja gerne leiden. Ich mache eh gleich Adventskalender-Unboxings, dann kann ich mir jetzt ja auch schon mal eine rote Lippe zaubern. Warum eigentlich nicht? Das heißt, nein. Oh, habt ihr nicht gesehen, ne? Habt ihr nur teilweise gesehen, okay. Wow, hier passieren dramatische Dinge. Okay, ich nehme jetzt, achso, und solltest auch du Teil dieser Crazy Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Auf jeden Fall nehme ich den jetzt einfach mal für außen drum rum. Ja, ist Lip Liner, natürlich.
Holla, die Waldfee, der ist stark pigmentiert. Da musst du nur dran denken, dass du damit deine Haut berühren willst und zack, hast du damit schon Farbe drauf. Oi, oi, oi. Der ist intensiv, Leute. Da muss ich echt aufpassen. Krass. Da musst du auch echt präzise mitmalen. Ja, das sieht immer wild aus, wenn ich mir Lip Liner drauf mache, ne? Da kommt ja jetzt natürlich noch der Lippenstift drüber. Aber wie schön ist die Farbe? Finde ich richtig toll. Da habe ich übrigens hier von Yves Saint Laurent einen in Anwendung. Da steht immer nicht die Farbe drauf. Keine Ahnung, R14, glaube ich. Nee, RM62X300 ist mein Adventskalender rot. It's a perfect match. Na, wenn das jetzt mal nicht passt. Wow, das ist ja richtig, richtig geil. Also passt sehr, sehr gut zusammen. Wird jetzt vielleicht zukünftig meine generelle Lippenkombi werden, muss ich mal schauen. Gefällt mir. Also der Lip Liner gefällt mir. Ich kenne ja auch die Lippenprodukte von Natascha. Also Natascha, ne? Wir sind per Du. Das ist abgefahren. Das ist richtig gut. Und ich glaube jetzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt bald hier so die ganze Weihnachtszeit und so auf uns zukommt, ist doch so ein Rot echt nice, oder? Ja, das mag ich ganz offensichtlich. Schön. So, weiter hier im Text, Claudi. Laneige habe ich Bouncy and Firm Lip Treatment hier drin mit 2 Gramm. Das ist nicht viel, aber das ist einfach mal, damit man sich dieses Laneige Lip Treatment mal vielleicht etwas anschauen kann. Ganz okay. Das ist wirklich winzig. Also, ja, so sieht die Verpackung aus, ne? Das sieht halt riesig aus, aber da ist halt nicht so wirklich viel drin. Mhm. Würde ich dann so abends verwenden, ne? Würde ich mir ans Bett stellen. Und finde ich aber interessant. Ich wusste nicht, dass es auch Bouncy and Firm sein soll. Oder ist das nochmal eine neue Variante davon? Das weiß ich nicht. Das ist echt eine süße kleine Geschichte, um das mal sich so anschauen zu können. Ne? Auch so eine kleine süße Geschichte ist hier von Ole Henriksen, das Banana Bright Die Eye Cream mit 3 Millilitern. Aber das ist halt ein Produkt, was auch relativ hochpreisig ist. Deswegen ist es okay, wenn das ein bisschen kleiner hier drin ist. Und wenn ich vor allem auch bedenke, dass ich den Lip Liner und das Sol de Janeiro habe und den Rest mehr oder weniger für Ume mit dazu kriege, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ist halt wirklich mal niedlich, ne? Aber eine schöne Reisegröße, komm. Das muss man wirklich sagen. Für mich steht dieses Jahr noch allerhand an. Also Hamburg steht an, es steht noch Köln an, es steht noch Berlin an und da kommt es ganz gut. Dann habe ich hier noch ein Kärtchen, da kann man sich noch ein bisschen mehr zu durchlesen, wenn man möchte. Dann habe ich hier was von Kiko drin enthalten, 3D Hydra, ein Lipgloss mit 6,5 Milliliter. Ich glaube, das sind doch die, von denen Kati Contra Junkie immer so schwärmt, ne? Das ist die Farbe 01. Oh, dann wird es wahrscheinlich ein durchsichtiger sein. Jo, kann ich jetzt natürlich nicht drauf machen, aufgrund von, ich habe jetzt gerade echt rote Lippen und dann wäre dieser Lipgloss wahrscheinlich auch ebenfalls rot. Und finde ich aber schön, so ein klarer Lipgloss, vor allem, wenn man den Kontrast zu dem Lip Liner auch mal ein Stück weit bedenkt, ist doch echt mal ganz schön, muss ich sagen. Und die sollen halt wirklich klasse sein. Ich habe den selber noch nicht auf den Lippen ausprobiert, ich habe letztens nur hier im E-Verlink den Kiko Adventskalender geöffnet und geswatcht. Und da hat mir das, was da drin war, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann haben wir hier hoch von Mario Badescu noch was drin. Das ist ein Toner. Und zwar das Facial Spray mit Aloe, Herbs, also Kräutern und Rosenwasser. 118 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, dass nicht jeder das Produkt immer so gut vertragen hat. Ich hatte den schon mal in einer sehr kleinen Variante und da hatte er mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob das genau diese Version war. Muss ich nochmal recherchieren. Ansonsten werde ich den einfach mal wieder ausprobieren. Aber für mich hört sich Aloe Vera, Kräuter und Rosenwasser total beruhigend und angenehm an. Muss ich mal gucken. Aber das ist allein jetzt ja schon richtig krass, was wir hier in der Box haben. Hier habe ich jetzt das letzte Produkt drin, glaube ich. Ja, genau. Und zwar ist das von Perricone MD. Vitamin C Ester Photo Brightening Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 30. 30 Milliliter sind hier drin. What? Also das ist eine Marke, die ist so teuer. Ich habe jetzt heute auch den Look Fantastic Männer Adventskalender online gestellt. Ist auch im E verlinkt. Also ich verlinke heute ganz schön viel hier. Ne? Ich war sehr fleißig in den letzten Monaten. Da war auch was von Perricone MD drin mit 7,5 Milliliter und das war super teuer. Und hier habe ich 30 Milliliter drin. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so günstig. Vielleicht ist das hier quasi der Wert der Box und den Rest kriegst du um. Leg das aus, wie du möchtest. Aber du hast ja auf jeden Fall richtig geile Produkte drin mit einem sehr, sehr hohen Warenwert. Und hier auch mit Vitamin C. Gut, Lichtschutzfaktor 30 brauche ich jetzt nicht in einer Creme drin. Die habe ich gerne sonst so separat, ne? Dass ich mir halt das dann auch so dosieren kann, wie ich das so brauche. Aber
Was ist das bitte für eine Box schon wieder? Was haben wir hier für coole Produkte drin enthalten? Dekorative Kosmetik, Pflege, Haarpflege, Parfüm. Also ich finde es immer wieder beachtlich, wie Look Fantastic das so schafft, was die da so raushauen, und kann euch das nur wärmsten Herzens empfehlen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da ist der Link dazu drin. Dann würdet ihr mich auch supporten, wenn ihr darüber bestellen würdet. Mein Code ist ja gerade nicht aktiv darauf, aber auch vieles, vieles andere im Sortiment von Look Fantastic. Da könnt ihr auch mal gerne stöbern gehen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt gerne eure Meinung zur Box in die Kommentare. Wir können uns gerne mal drüber austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.